Falle. Da ist schon draußen wieder, ne? Bauarbeiter, die sich unter Feuer mit Pulverlöschern bekämpft haben. Mein Name ist Frank Frenser, ich bin der Pressesprecher der Feuerwehr Bonn. Die Feuerwehr Bonn ist heute gegen 13.15 Uhr zu mehreren Einsatzstellen entlang der Bahnlinie auf dem rechtsrheinischen Stadtgelände alarmiert worden. Hier kam es zu mehreren Böschungsbränden. In der Zahl haben wir circa 4 größere Einsatzstellen im Stadtgebiet. Ja, welche Einsatzkräfte der Feuerwehr Bonn waren hier im Einsatz? Initial wurden die Berufsfeuerwachen der Feuerwehr Bonn alarmiert. Hier sind alle Löschfahrzeuge im Stadtgebiet zum Einsatz gekommen. Zusätzlich dazu sind die Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr von der rechten Rheinseite alarmiert worden. Löscheinheiten Geislar, Beuel, Holtdorf, Holzlar und Oberkassel. Ja, wie sieht es mit den Wachen aus? Wurden die auch besetzt während der Zeit?
da nicht abzusehen war, wie lange die Einsätze hier dauern, da es sich um eine große Einsatzlage handelte, wurden alle drei Feuerwachen der Berufsfeuerwehr mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Auf der Feuerwache 1 war es die Löschenheit Buschdorf, der Feuerwache 2 die Löschenheiten Holzdorf und Holzlar sowie die Löschenheit Bad Godesberg auf der Feuerwache 3. Mhm. Ja, der Ausbildungslehrgang wurde wohl auch alarmiert? Genau, um sehr frühzeitig eine Einsatzreserve schaffen zu können, wurde ein Maschinistenlehrgang für Drehleitern hier mit alarmiert, sowie ein Ausbildungslehrgang für Leitstellenbeamte. Mhm. Das heißt, wie viele Einsatzkräfte waren dann von der Feuerwehr circa im Einsatz? Wir haben rund 100 Einsatzkräfte hier im Stadtgebiet im Einsatz gehabt. Mhm. Jetzt hat man noch Hubschrauber gesehen. Inwiefern waren die da im Einsatz? Aufgrund der großen Ausdehnung der Einsatzlage haben wir frühzeitig um Unterstützung bei der Bundespolizei angerufen. Die hat uns dann einen Hubschrauber entsandt, der die Bahnstrecke einmal abgeflogen ist und dort dann wertvolle Informationen der Einsatzleitung geben konnte. Ja, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Das war ja jetzt hier ein Böschungsbrand. Gab es jetzt hier Probleme auch wegen der Wasserversorgung oder wegen der Möglichkeit, an die Brennstellen heranzukommen? Glücklicherweise war der Großteil der Einsatzstellen gut per Fahrzeug zu erreichen, sodass wir die wasserführenden Fahrzeuge sehr nah an die Bahnstrecke heranführen konnten und somit keine Probleme hatten hier bei der Brandbekämpfung. Ja, vielleicht nochmal eine Info für die Bevölkerung. Wie soll die reagieren, wenn sie jetzt sowas qualmen sieht, wie jetzt hier auch im Hintergrund? Zuerst ist wichtig, die Feuerwehr zu alarmieren. Hier wird dann entschieden, mit wie vielen Einsatzkräften wir hier in den Einsatz kommen. An der Einsatzstelle an der Tapetenfabrik war zu sehen, dass auch Privatpersonen hier Feuerlöscher vorgenommen haben, um den Böschungsbrand unter Kontrolle zu bekommen, was für uns sehr hilfreich war.